Meistens 10. Attacke an die Wolle. Und wir brauchen immer noch mehr weiße Schafe. Naja, ja, jetzt bald nicht welche. Mehr. Wer beschießt mich da wieder mit... Da, Senja. Warte mal, ich kann... ich zeig dir was, warte mal, Maya. Ja. Ich glaube, ich mich auf meinem Boot gerade richtig einfach. Sicher. Nein, geh mal weg. Ich habe innerhalb der letzten Woche zweimal Herr der Löwen vor allem. Bist du weg? Hatten wir das nicht? Herr der Köttel. Ja, König der Löwen geguckt und den ersten zweimal und den zweiten noch einmal dann. Und warum so oft? Weil wir Lust darauf hatten. Ach so. Aua. Ich töte mich schon selber, keine Sorge. Und dann war es dann auch halt immer so. Ja, nja. Was für Strafen gibt es denn eigentlich, wenn man sein Haus nicht fertig kriegt? Jetzt habe ich Hühner dann, auf dem Schiff. Dann müsste eigentlich... Ja, wir spielen Arche. Dann müsste eigentlich... Ich schmeiß gerade 10 Eier und kein Skript. Jeder Gast bisher irgendeine Strafe super, bekommen hab haben, oder? Ja, Enderman auf dem Schiff. Ja, so ziemlich. Was muss jeder noch strafen? Ja, genau. Größte Strafe, die man sich vorstellen kann. Ich muss nochmal mit euch aufnehmen. Wie kommt dein Enderman auf mein Boot, obwohl ich auf dem Wasser bin? Er möchte halt ein paar Blöcke klauen. Er ist sie wahrscheinlich über den Steg bis zum Boot geportelt. Oder er ist einfach da gespawnt. Ja, ich bei Tag? Von unten an einer Stelle unterm Boot ist nur 2-3 Blöcke. Was isst du da eigentlich? Sind das Chips? Das hat sich nach Chips angehört. Das Geschäftige gehört zu essen, das sind so... Jetzt kommt's. Wie heißt das? Tofu-Cracker, keine Ahnung. Tofu-Cracker, ernsthaft? Ja, keine Ahnung. Weiß ja nicht, was ihr so konsumiert. Kartoffelschale. Kartoffelschale. Ah, okay. Normalerweise esse ich bei der Aufnahme nicht, weil man das so hört, aber... Hunger! Komm, wir machen eine gesamte Essaufnahme. Jeder muss sich jetzt irgendwas zu essen holen, dann machen wir weiter. Oh Gott, okay, Moment. Ja, Blaze, möchtest du nicht auch irgendwas essen? Ja, ich hätte gerne knusprig gebackene Ente, scharf. Ja, das ist jetzt aber irgendwie nicht das richtige für die Aufnahme. Nein, da. Er meinte Ente. Da. Was mit Ente? Ich habe gesagt, ich hätte gerne knusprig gebackene Ente, scharf. Knusprig mit ein bisschen Knoblauch. Gebackene Ente. Also ich hätte Kekse, die ich futtern könnte, aber ich will eigentlich nichts davon, weil ich immer noch satt bin vom Abendessen. Warum habe ich die jetzt aufgemacht? Der Enderman trollt mich hier auf meinem Schiff. Bin fleißig durch die Gegend, ich habe komische Musik. Jetzt beamt er sich gleich zu mir. Oh, hast du mich lieb, Andy? Oh, es gibt ja noch keine Bilder in der Version, ne? Nein, also nur normale. Keine Waffe-Ding? Keine zum Reintun. Was will er haben? Diese Bilder ran. Ach so. Item Frames. Mann, da wollte ich mir ein paar Eier in mein Haus hängen und dann sowas. Kaum geht's um Eier, das findet sie gut. Ich habe auf Facebook letztens ein Bild gesehen. Jetzt geht's los. Was ging das? Jetzt ach, kommt genau, nicht immer, es ging um Eier. Die Dragon Balls. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Das Bild dazu war noch seltsamer. Das war nämlich veranschaulich dargestellt. Die Dragon Balls.
Also diese Lachflash hier, so. Läuft. Läuft. Hm, Hamster ist so. Vorhin auch gelaufen. Darf ich? Nein. Hattest du nicht einen guten Output? Oh Gott. Ja, ich bin aber, ich hatte nicht so einen großen Output, dass ich gedacht habe, Scheiße, ich muss beeilen, ich kack mir in die Hose. Kack mir in die Hose, oder? Was? Oh, nix, passt. Okay, alles klar. Das war gut. Ach, Käse. Nee, Hamster. Okay. Wer hat meine Schaufel geklaut? Fuchs war's. Aber die. Komm, Alpoy, bau doch mal anständig, Mensch. Ich muss ihn hier mal verbauen. So, lila. Die ist doofe Hörnchen! Hier ist eine Fliege. Ah! Hier sind nie Fliegen in meinem Zimmer. Was war das? Oh, Beine von einem Skelett. Nee, ich sag's jetzt nicht. Hier sind nie Fliegen in meinem Zimmer! Das liegt an Ente. Ja! Ach du Schande, wie soll ich denn das jetzt machen? Ja, ich probier's jetzt einfach mal. Hatte ich nicht was von dem. Ah, genau. Bin zu blöd, Blöcke zu setzen. Schlecht für Minecraft. Einmal hier hoch und einmal hier. Denn jetzt? Ja, das heißt, ich muss nochmal höher bauen. Oh Mist. Das war gut. Hintergrundgeräusche vor der Wind. Ja. Ja, erzählt mal lauter. Nö, wir wollen deine Hintergrundgeräusche schon hören. Wer hat Hintergrund, Alter. Hintergrund, ha, aus dem Hintern. Ja. Deshalb ja. Ich glaube, hier bin ich echt zu Hause, das ist eindeutig. Was das angeht, da ist doch Hamster prädestiniert mit Ente und so. Ja, Bohnenverstimmung. Bohnenverstimmung? Hm? Ja. Hat okay, das Böhnchen ein Tönchen? So waren da jetzt Bohneninnereien drin, oder wie? Nee, soll ich dich doch erzählen, wie wir drauf gekommen sind? Huch. Okay, wir hatten schon wieder... Es war so. Blaze, warst du also, beim Jetpack aufladen oder wer anders? Ja. Okay, Wir zuhören. Dann hab ich das jetzt mal. Hä? Was tue ich hier eigentlich? Darf ich jetzt erzählen? Du hast dein Jetpack aber wieder, oder? Ja. Okay. Oh, mein ist leer. Ich hab meins zum Aufladen reingestellt. Steckt, es war beim Aufladen und ich hab's im Inventar gleichzeitig gehabt. Jetzt war ich irritiert. Hamsti, was möchtest du uns denn sagen? Naja, wie es zur Bodenverstimmung kam. Also, wir im TS und ich spiel Minecraft und meinte so, boah, ich komm da nicht rein. Darauf Rico dann, Kacke. Weil er gerade eigentlich was anderes am Spielen war und das war dann so im ersten Moment, what the fuck, Kacke und da steht ja nicht reinkommen und falsche Ende. Sollte eigentlich das nicht ja. Rauskommen oder? So, pass auf. Dann ging es dann später, meint dann irgendwer was mit Verstimmung, weil das bei Rico mit dem SimCity da nicht funktionierte, deswegen sagt er auch Kacke. Und ich habe da aber nicht Dings verstanden, sondern irgendwas mit Stimmung, sondern habe ich Bodenverstimmung verstanden. Und in dem Moment hatte Ente einen Faden gelassen, das hat man gehört im TS. Und daraufhin sagen wir seitdem hier mal Bodenverstimmung. Das täuscht. Das täuscht. Nein. Das habe ich mir eingebildet. Ich habe eben Bodenverstimmung. Und auf jeden Fall ist es so, dass man im TS nicht furzen sollte, ne? Zumindest nicht, wenn man gute Mikrofone hat. Das ist zu viel Input. Ich bin ja schon wieder Nacht. Schon wieder? Was? Ja. Kann das mal jemand ausstellen?
Nein, geht nicht. Mensch, Mensch. Scheiß Tag-Nacht-Zyklus. Wo ist denn hier... Ibroch? Wo sind denn scheiß Steine hier? Bei mir kackert's. Ah, danke, Enderman! Wie nett von dir! Du hast mir deinen Block Gravel übrig gelassen! Er hat mir ein Stück Gravel aufs Schiff gebracht. Das steht jetzt hier. Ich lass das jetzt mal stehen. Treibe ich hin. Andy was hier. Andy was hier. Ich hab grad 20 FPS. Dabei. Wieso ist das so? Das wo ist mein Bett? Mehr. Weiß jemand, wo mein Bett ist? Nein. Ich wollte doch mein Jetpack auch laden gehen. Vielleicht bei Ria noch auf dem Schiff. Seid ihr alle im Bett zufällig? Noch nicht. Schick mich gerade zu Ria. Dann schläge ich mich hier gleich ins Lagerhaus. Gemütlich. Schön warm. Hoffentlich. Und Blaise, das voll kalt. Immer noch im Loch. Autschen, autschen. Du hast in deinem Loch keine Schlafmöglichkeit. Doch. Ich lieg schon. Alles gut. Alles klar. Hamsti liegt nicht. Ja. Wie ich das weiß. Oh, ernsthaft. Spyware. Oh, ernsthaft. Ja, Ria hat da den Steg ein bisschen scheiße gebaut. Scheiße! Scheiße! Erzähl mir mehr. Ja, ich muss doch mal von außen rum. Ich bin runtergefallen. Miau, miau, miau. Ich glaube, wir sollten die Nacht lieber durchmachen. Geht schneller. Nee. Da ist nur noch eine Spinne und jetzt kämpfe ich mich wieder auf den Steg hinauf. So. Er schläft gleich wirklich ein. Oh, ich so bin heute echt müde. Schon die letzten Tage. Ja? Ja. Ich werde alt. Ist überanstrengend. Nee, ich werde einfach zu alt. Geronimo! Ach nee, sag das nicht. So. Ab 30 geht's bergab. Ey. Nur bei Männern. Nein, das stimmt nicht, weil da könnte ich dir jetzt einen Spruch hinhauen. Ein Mann reift im Alter. Ach, eine Frau wird alt. Das jetzt irgendwas dann musst du irgendwie eine können. Ziemlich weibliche Seite haben, so wie du jammerst. Ah ja, Kanone. Ah. Ich glaube, der will wer Krieg. Ach, nee. Ja, das Skelett, das schmeißt dich dauernd mit Eiern. Ich merk schon. So, wie baue ich das jetzt am... Ja, ich guck dir mal schnell zu, was du da überhaupt baust. Mensch, das kann ja keiner mit ansehen. Piss dich. So. Du ebenso. Aua. Wo die Dreckblöcke auf einmal herkommen. Ich glaube, Enderman hat eine Freundin. Du sag mir doch mal, Blaze, was soll denn das hier im Endeffekt Effekt werden? Na, guck doch aber mal da nach unten ins Loch. Du schon hinpacken können, ne? Hab keinen gehabt. Gucken soll ich? Musst du warten, bis runterfallen. Komm ich denn hier rein? Ja, komm ich. Ach du! Also hier steht ein Bett, ne? Wird eine Hotelanlage, eindeutig. Okay, wo geht's hier? Aha, das führt zu dem Ding hier. Dieses Spiel nennt sich Tic-Tac-Toe. So, ich brauch Schalter. Das ist also... Blaze baut an einem Tic-Tac-Toe. Seit 30 Folgen. Also das finde ich ja echt eine schöne Sache, so. Seit ca. 30 Folgen mindestens. Ich glaube, dass du auch dann weitere 30 Folgen damit verbringen wirst, das zu testen und zu spielen. Ich habe das gerade nur Ente gesagt, weil er letztens eins auf uns im Server gebaut hat. So, ich hatte doch hier Crafting Table dabei, ne? Ja, kannst du mal kurz einen aufstellen. Die ist needy. Was ist mi? Is mich. Die ist needy. Okay. Hungry. Aha. Ich muss nur gerade an die Dr. Who-Folge von letztens denken. Das ist so schön. Da fuck, was labert die? Dr. Who. So timey-wimey, wibbly-wobbly-Zeug. So, ja, hab ich mal nicht geschaut. I'm sorry. Schäm dich. Ja, Spaß. Naja, weil du gut bist. Gott, soll's burn. Na, was? Bist du schon wieder Dory? Und redest mal.
Irgendwie so unmotiviert. Ja, leck doch noch ein bisschen mehr. Expect lag vor, schaut mal, sagt doch der Server gerade. Muss ich dem halt zuhören. Das habe ich dir mal dagelassen, dann gehe ich jetzt mal wieder zu meinem Häuschen. Du hast dem Server nicht zugehört. Du bist eine Bitch. Eine Bitch bist du. Böse. So, jetzt widme ich mich hier mal meinem Koloss wieder. Was auch immer ein Koloss bleiben wird, weil ich nichts Gutes daraus bauen werde. Och man. Das ist der Troll Tower. Troll Tower, das ist. Stimmt. Das braucht und in jedem Stockwerk 100 Hühner oder so. Ja, das ist echt gut. Bloß das weiß ich nicht, ob das der Server lange mag. Wahrscheinlich nicht. Bei normalem Minecraft würde ich sagen ja. Bei dem hier nein. So, jetzt wird das lustig, denn ich muss die Farben testen. Denn ich habe jetzt keine Lust hier mehr hin und her zu laufen. So. Weißt du denn, du bringst das noch fertig in dieser Aufnahme? Ich hoffe. Das Tic-Tac-Toe? Creeper! Ja. Come here. Wir haben mal was, ne?